Cześć, tu Matrix, a to jest kolejny odcinek z Gotika. Chciałem powiedzieć na edycji rozszerzonej. Oczywiście to jest modyfikacja Valendor do Gothic Dawn of Skruka. Zapraszam do oglądania. Ostatnio skończyłem na rozmowie z Nathanem. Aha, i zapisuję na trójeczkę w tym odcinku. Hey! Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Brauchst du Hilfe? Verstehst du denn was vom Bootsbauen? Nun, nicht direkt. Hab ich's mir gedacht. Trotzdem könntest du was für mich erledigen. Lauf für mich in die Stadt zum Schmied und besorge mir neue Nägel. Geh einfach zu Wilhelm und sag ihm, dass ich neue Nägel brauche. Er wird dir ein Paket geben. Hier hast du ausreichend Gold, aber lass dir nicht einfallen, es zu versaufen, klar? Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen, das ist alles klar. Und tak będę w mieście to załatwię. Mam nadzieję, że tutaj też w chatkach nikogo nie będzie, że wszyscy są na zewnątrz. I to jest 1346, więc na razie powinni być. Warte mal, könntest du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Ich möchte ein paar Besorgungen in der Stadt machen. Traue mich bei den ganzen Monstern da draußen aber nicht alleine dorthin. Die Probleme habe ich kommen. Kein Problem. Super. Sag Bescheid, wenn wir los können. Immer wieder dieselbe Leier. Was treibst du so den ganzen Tag? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Die meiste Zeit sitze ich hier auf der Bank und beobachte die Leute. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. On chce iść do miasta, no to jak będę szedł do miasta, no to coś się z nim zabiorę. Albo raczej zabiorę go ze mną. Manche lernen eben gar nichts dazu. Tu ktoś sobie siedzi w domku. Du siehst gelangweilt aus. Das bin ich auch. Den ganzen Tag sitze ich hier im Haus herum und weiß nichts mit meiner Zeit anzufangen. Ich würde gerne wieder arbeiten gehen, nur habe ich bislang nichts finden können. Was für eine Arbeit schwebt dir vor? Völlig egal. Hauptsache, ich komme mal wieder raus und hab was zu tun. Może chcesz budować statki? Von mir hat er das nicht. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Meine Meinung will ja keiner hören. A tam też coś było. Hey! Nie. Tak myślałem. Kobiety siedzą w domu, a właściwie wykonują swoje obowiązki w domu. Du siehst nicht gerade glücklich aus. Das bin ich auch nicht. Zu viele Sorgen plagen mich. Was ist los? Ach, ich habe einen jähzornigen Ehemann, der sich mehr für seine dämlichen Fische als für seine Familie interessiert. Und unser gemeinsamer Sohn verbringt den ganzen Tag in der Kneipe, ohne dass es meinen Mann zu stören scheint. Wir können nur abwarten. Ich könnte mal mit deinem Mann sprechen. Ich habe es oft genug versucht. Doch will ich dich nicht davon abhalten, es zu versuchen. Sein Name ist Bruno. Er ist Fischhändler hier im Hafen. Sein Stand liegt direkt hinter unserem Haus. Aber sei vorsichtig. Er ist sehr jähzornig und prügelt sich ständig mit seinem Konkurrenten Talbor. Ach, dieser Dummkopf. Dabei zieht er immer den Kürzeren. Vielleicht kann ich deinen Sohn wieder zur Vernunft bringen. Ich glaube kaum, dass deine Worte bei ihm auf Gehör stoßen werden. Wahrscheinlich hast du recht. Ich habe da meine eigene Meinung. Alles klar. So machen wir. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Nie wiem, który to jest, ale no. Na razie z nim nie będę rozmawiał. Ich habe da meine eigene Meinung. Tutaj jest fontanna, można napełnić butelki wodą. Czy fontanna, no bardziej studnia, no. Jakbym powiedział. Za palisadą słychać ścierwojady. Ej. Ech. To jest zwykły strażnik portu, tak samo jak tamci przy nabrzeżu. Tutaj mamy kapitana portu. Dzień dobry. Wer bist du? Ich bin Lando, der Hafenmeister.
Wenn du hier im Hafen ein Problem hast, komm zu mir. Oder besser noch, behalte es. Solltest du einen Verbrecher überführen, meldest du mir das. Ich zahle dir 50 Goldstücke Kopfgeld für jeden, den du mir ans Messer lieferst. Aber sei vorsichtig. Hier im Hafen kann es rau zugehen. Also halte dich besser an die Regeln und leg dich möglichst mit niemandem an. Wenn du meinst. Was sind denn die Regeln? Kommst wohl nicht von hier, was? Die Regeln sind ganz einfach. Macht jemand Ärger, kommst du zu mir und berichtest es mir. Machst du Ärger, hauen wir dir volles Pfund aufs Maul. So läuft das hier. Hast du eine Aufgabe für mich? Ich könnte tatsächlich jemanden außerhalb meiner Wachmannschaft gebrauchen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass einer der beiden Fischhändler hier im Hafen faulen Fisch verkauft. Finde heraus, ob die Gerüchte stimmen. Wenn du einen verfaulten Fisch findest, bring ihn mir. Was ist in der Ruine gegenüber? Wir veranstalten dort Kämpfe, um die Bürger in den Fertigkeiten mit dem Schwert zu trainieren. Die Regeln sind einfach. Zuerst suchst du dir hier im Hafen einen Gegner deiner Wahl. Anschließend begebt ihr euch in die Ruine zum Kampf. Sobald der Erste zu Boden geht, ist der Kampf vorbei. Gekämpft wird also bis zum K.O. eines Kämpfenden. Tötest du deinen Gegner, prügeln wir dir die Scheiße aus dem Leib. Der Verlierer muss dem Sieger 50 Goldstücke zahlen. Das ist alles. War doch klar, dass das Ärger gibt. Gegen wen kann ich kämpfen? Prinzipiell gegen jeden männlichen Bürger hier im Hafen, sofern dieser einwilligt. Meine Leute zählen jedoch nicht dazu. Kann ich auch gegen dich kämpfen? Nein. Seitdem einer meiner Leute einen Bürger in der Arena zum Krüppel geschlagen hat, ist es der Hafenwache strengstens verboten worden, mit Bürgern zu kämpfen. Was gibt's Neues? Im Hafen hat ein Schiff des Königs angelegt. Irgend so ein Schnösel vom königlichen Hof ist damit angekommen, um beim Grafen vorzusprechen. Scheint wohl nicht gewusst zu haben, dass der Graf momentan nicht besonders gut auf den König und seine Getreuen zu sprechen ist. Dobrze wiedzieć. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. No tak, myślałem. Ich will Dobrze wiedzieć. Tylko szkoda, że tak późno się o tym dowiedziałem. No, mogłeś wcześniej o tym powiedzieć, tu mieszać z tymi strażnikami. Okej, wygląda na to, że za niedługo port będziemy mieli już zaliczony. W sensie, o tak. Już go obejdę cały, już obejdę cały ten port. Das sieht aber lecker aus. Dankeschön, du kleiner Charmeur. Hier, probier doch mal. Wo bekommst du deinen Fisch her? Von Telbor. Du hast ihn sicher schon kennengelernt. Kann ich noch eine Suppe haben? Ich freue mich ja, dass es dir schmeckt. Aber die anderen möchten sicher auch noch was haben. Wer sind denn die anderen? Im Prinzip jeder, den du hier im Hafen antriffst. Ihnen scheint meine Suppe ebenso zu schmecken wie dir. Wow, to jest chyba... To jest to, czy nie? Czy to jest może parujący gulasz? Nie wiem w sumie, co od niej dostałem. Nie zmienia faktu, że mam na razie w ekwipunku dużo rzeczy, które dają mi bonus do siły. Ale na razie ich nie będę zużywał. Na spokojnie sobie rozplanuję to wszystko. Hör nicht auf diesen widerlichen Schleimbolzen. Seine Lügen stinken genauso wie sein ekelhafter Fisch. Lass dir von dem bloß keine Lügen ins Ohr pflanzen. Kauf deinen Fisch bei mir und nicht bei ihm. Dieser widerliche Lügenbold, dem werde ich's zeigen. Na warte, Telbor. Musimy będą bić teraz. Nie ma tu żadnych niezdrowych ryb, bo tu przyszła inspekcja. Sanepidu. Dobra, nie bijcie jeszcze. No ale nie będę się mieszał w wasze sprawy, no. Hey, Gol, das ist schon mal meins. A może doniosę o tym
z tamtemu. Kapitanowi. Hafenmeister, tak? Ich hab da meine eigene Meinung. Erstmal abwarten. Darüber reden wir noch. A za schwytanie, to ja ich jego nie schwytałem. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich möchte im ersten Mal. Ich halte mich da lieber raus. Dobra, no to teraz chcę z wami porozmawiać. Ich wäre mir da nicht so sicher. Was ist los mit euch? Seit Jahren versucht Telbor, mir meine Kunden streitig zu machen. Ich war immer ein ehrlicher Geschäftsmann, habe mich nie unredlichen Methoden bedient. Aber Telbor behauptet, ich würde ihm Dinge antun, die er in Wahrheit mir antut. Dieser verlogene Mistkerl ist eine Plage für diesen Hafen und eine Schande für jeden ehrlichen Fischverkäufer. Deine Frau ist schwer besorgt wegen dir. Meine Frau? Was hat sie nun schon wieder? Ständig ist sie am Nörgeln und Jammern. Hat überhaupt kein Verständnis für mich und meinen Fischstand. Während sie faul zu Hause herumsitzt, hackere ich mich dafür ab, dass wir jeden Tag frischen Fisch und genug Geld haben. Beruhige dich. Sie ist der Ansicht, dass du dich zu wenig um sie und deinen Sohn kümmerst. Kelvin sitzt den ganzen Tag in der Kneipe und deine Frau ackert sich daheim ab, während du dich hier mit Telbor streitest. Du kannst mich mal. Meine Familie hat dich nicht zu interessieren. Du solltest besser verschwinden, bevor ich dir deine scheiß Fresse poliere. Und nimm Elisa, dieses hinterhältige Miststück, am besten direkt mit. Ja komm, Elisa. Das ist das Feuer schon, ne? Mit Typen wie dir rede ich nicht. Kann schon sein. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Was ist euer Problem? Bruno, dieser hinterhältige Mistkerl, versucht mir schon seit Jahren meine Kundschaft zu vergraulen. Er setzt Gerüchte in die Welt, schmuggelt verfaulten Fisch in meine Warenauslage und fängt dauernd Streit an. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Zeig mir das. An der Geschichte muss wohl doch was dran. Mogę kupić tą zepsutą rybę, tak zrobię. Darf halt nicht alles glauben, was man hört. Tylko, że on mi powiedział, że to Telber mu podrzuca. Da in meiner Auslage gefunden. Tja, sieht mir ganz nach verfaulten Fisch aus. Was wirst du jetzt damit tun? Meine Meinung will ja keiner hören. Lando wird sich brennend dafür interessieren. Du willst mich doch nicht etwa anschwärzen. Sie würden mir den Laden dicht machen. Ich weiß nicht mal, wie dieser verfaulte Fisch in meine Warenauslage gelangen konnte. Bestimmt steckt Bruno wieder dahinter. Quatsch wird viel. Ich hab da meine eigene Meinung. Nie wiem. Wydaje mi się właśnie, że też Bruno za tym stoi. Bo on mnie potraktował tak trochę niefajnie. Ich wäre mir da nicht so sicher. War nicht besonders schlau. A naprawdę nie wydam się na razie. Ich werde dich nicht verraten. Danke, Mann. Ich werde in Zukunft auch besser aufpassen, dass mir sowas nicht wieder passiert. Und ganz besonders, dass Bruno sich meiner Auslage nicht wieder heimlich nähert. Immer wieder dieselbe Leier. Lando, kapitan portu, podejrzewa, że jeden z handlarzy rybami w porcie sprzedaje zepsute ryby. Nie wydam Telbora, Lando. A Bruno nie chce ze mną gadać, tak? Verschwinde! No bo nie myślę, żeby to był właśnie Telbor. Ich hab so einiges gehört. Natomiast Bruno mógłbym wydać. Chwila, bo ja nie wiem, jak ten dialog się poprowadzi. Ich habe tatsächlich verfaulten Fisch gefunden. Gut, ich meine schlecht. Ich meine, wer war es? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ja, nicht mehr auf das Gefahrse. Bruno, hab ich's mir doch gedacht. Der Kerl bereitet mir nichts als Ärger. Ich werde mich der Sache annehmen. Gute Arbeit. Chwila, jeszcze sobie sprawdzę, co ja bym dostał, jakbym wsypał Telbora. A potem sobie pójdę do żony i sprawdzę, czy mogę jakoś inaczej zbadać tę sprawę. A nie, tyle samo. Nie mi to Bruno wydaje mi się być przestępcą. Dlatego muszę rozwiązać tę sprawę. Pójdę do tej żony. Dzisiaj zapytam, co ona sądzi na temat tych zepsutych ryb. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Przy okazji mogę załatwić ten problem tego syna. A Elisa to jest jego żona.
Ich habe mit Bruno gesprochen. Deine Probleme schienen ihn nicht wirklich zu interessieren. Ich habe mir schon gedacht. Das habe ich mir gedacht. Er liebt mich einfach nicht mehr. Wie soll es mit mir denn bloß ohne einen richtigen Ehemann weitergehen? Ich will einfach nur noch fort. Ale chociaż temu twojemu synowi przemówię do rozsądku. Teraz którego ja tam pobiłem? Właśnie tego może tego Malwina. Nie. Kelvina, przepraszam. Ich kann es nicht glauben. Deine Mutter ist in Sorge. Meine Mutter ist immer in Sorge. Sie macht sich über jede Kleinigkeit Gedanken. Aber was geht dich das überhaupt an? Hast du keine eigenen Probleme, um die du dich kümmern musst? Mein Vater wäre nicht sehr erfreut darüber, dass sie sich mit einem dahergelaufenen Tagelöhner wie dir abgibt. Du solltest jetzt nach Hause gehen. Ich gehe, wenn ich es will. Und von einem niemand wie dir lasse ich mir bestimmt nichts sagen. Also, wenn du keinen Ärger willst, solltest du mich jetzt besser verpissen. Das hat er doch vorher gewusst. Ich sehe schon, ich muss dich wohl verprügeln. Wenn mir mal jemand die Visage poliert, dann an der Statue von mir. Nicht so, sicher. So ein Penner wie dich verputze ich doch zum Frühstück. Das passiert mir nicht nochmal. Ale słabo walczysz, bo widać już. Ich kann das nicht glauben. Hau drauf! War nicht besonders schlau. Nein, ja nie wiem, jakie słabe śniadania jesz. Bo coś nie pamiętasz, co ty na śniadanie jadłeś. I co ty tu masz? Nie będę ci nic zabierał. No i może wrócisz w końcu do domu. Co prawda będziesz pewnie zły na matkę, ale może to się jakoś lepiej potoczy teraz. Może chociaż wytrzeźwiejesz, bo pewnie jest pijany. Hej, wstał. O, mein Schädel. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Kann man jetzt vielleicht vernünftig mit dir reden? Oh Mann. Du hast mir ganz schön die Fresse poliert. Ich weiß auch nicht, was mit mir los gewesen ist. Ich weiß gar nicht, warum er sich so auf. Es kotzt mich einfach nur an, wie wenig mein mieser Vater sich um meine Mutter kümmert. Schlau. Ich werde mal lieber zu ihr gehen. Sie macht sich sicher wirklich Sorgen. Zrób to. Brawo. Ich chyba to zrobić. Super. To wrócę do tej matki, może będzie zadowolona, bo jednak biedna kobieta się martwi o swoich mężczyzn. Przynajmniej jeden do niej wróci, a co z tym mężem? Zobaczymy. Hey, ich glaube, Kelvin ist wieder bei Vernunft. Das kann ich gar nicht glauben. Wie hast du das geschafft? Nun ja, sagen wir mal, wir haben ein gutes Gespräch zwischen Männern geführt. Das ist lieb von dir. Doch habe ich leider nicht viel, was ich dir geben kann. Co mi się podoba w tej modyfikacji, to to, że te wszystkie czyny społeczne, jakie tutaj dokonuję, czyli pomaganie tak naprawdę każdemu, kogo spotkam, jest uzasadnione, bo ten Mac kazał mi tak robić. Bruno. Verschwinde! A może ja jego też muszę pobić, co? Mogłem to wcześniej zrobić, może to by coś dało. Teraz już tamtą misję zakończyłem. Kann schon sein. Darüber reden wir noch. Teraz porozmawiasz? Verschwinde. Jeśli chodzi o to misję, no to nie widam Telbora. Telbor, któremu dobrze z oczu patrzy. O, dobrze z oczu patrzy i wydawało mi się, że podczas rozmowy z nim wydawało mi się, że nie jest winny. On powiedział, że to Bruno podrzucił mu rybę. Więc wydam Bruno. Ich habe tatsächlich verfaulten Fisch gefunden. Gut. Ich meine schlecht. Ich meine, wer war es? Bruno. Hab ich's mir doch gedacht. Der Kerl bereitet mir nichts als Ärger. Ich werde mich der Sache annehmen. Gute Arbeit. Warum hört er nicht keiner auf mich? Hast du eine Aufgabe für mich? In der Nähe des Hafens treiben sich einige Scavenger herum. Töte sie! Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Was? Im Hafen hat ein... Irgend so ein... Ja, das ist das Hammer. Das ist nur egal.
Ja. Ich habe mir das schon gedacht. Okej, gdzie to jest teraz zbrudnione, no? O. Lass mich bloß in Ruhe. Du solltest besser verschwinden, bevor ich dir deine scheiß Fresse poliere. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okej, on sobie poszedł, a strażnicy zostali. Du hast mich nicht verraten. Ich danke dir. Ich hoffe, sie buchten Bruno nun endlich ein. Das wäre ein wahrer Segen für den Hafen. Hier, ich würde dir gern mehr geben, aber ich kann leider nicht. Ich habe mir das schon gedacht. Może żona też coś chce usłyszeć na ten temat. O. Raż tutaj mamy do sprzątania. Okej, ten wątek został zakończony. Die Probleme habe ich kommen sehen. Sie wollte ja nicht aufhören. Kann schon sein. Immer wieder dieselbe Leier. W sumie to nie wiem, po co to inne, ale... Ich weiß gar nicht, warum ich so aufhören. Co teraz mam do roboty? Bo na pewno mam jeszcze jakieś misje tutaj w porcie. Pierwszy jest gra w Valendorum. Roślinki. Wino. Czyli będę szedł tam do magów, więc przy okazji mógłbym zanieść te rośliny. Eskorta do miasta to sobie zrobię. Sonia. No i ścierwojadki. No to pójdę na poszukiwania Bezu. Bzu. Bzu chyba, no bzu. A przy okazji zabiję ścierwojady. Sprawdzę też, czy gospodarz w sklepie nie byłby chętny nad nową pracownicą. Ich weiß gar nicht, warum sich so aufregt. Sonja ist auf der Suche nach Arbeit. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Nun, ich könnte eine fleißige Helferin gebrauchen, die meine Kneipe sauber hält. Wenn sie will, kann sie direkt bei mir. Aber war's für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. No, super. Ich war genauso wie du sagst. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ich habe da meine eigene Meinung. Hey! Ich habe Arbeit für dich gefunden. Tatsächlich? Was denn? Und vor allem, bei wem? Brago sucht jemanden, der in einer Kneipe fegt und putzt. Das ist vielleicht nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Aber immerhin besser, als weiter hier herumzusitzen. Ich mache mich gleich auf den Weg. Danke dir. Bitte, bitte. War doch klar, dass das Ärger gibt. Którą mamy godzinę? 18:35, więc za chwilę trzeba będzie się przespać do rana. Łóżko mam na statku. Okej, te ścierwojady są gdzieś tutaj pewnie. Mam nadzieję, że sobie poradzę z nimi. No widzę nawet je. Jeszcze jakbym bez znalazł po drodze, to by było super. Wreszcie po kolei walczymy. Ja pojedynczo przejmuję tylko. No to są młode ścierwojady, to tam dużego problemu nie sprawiają, no. Tam już widzę pierwszy niebieski bez. A potrzebuję chyba dwa zebrać. Czyli jeszcze jeden. I... A są tylko cztery te ścierwojady były? Okej, roślinka lecznicza. Tutaj jakaś chatka rybaka. Okej, mam bez. Mogę wracać. Ale zanim to nastąpi, chciałbym jeszcze sobie zobaczyć, co chodzi w tej chatce tam. Bo ktoś tutaj jest. Ale pięknie to wygląda, no przyznaj się. Choć no może... No nie wygląda to może jak może, bo ta woda... Fale są trochę za małe. Ale no... I tak to pięknie wygląda, taki zachód słońca.
Może za chwilę właśnie zobaczę. To jest zachód słońca najprawdziwszy, gotikowy. Nie, nie będę ci zabierał skórzanego woreczka. Ein neues Gesicht. Was sagt man dazu? Was treibst du hier auf Fallendor? Może lepiej, jak nie będę mówił, że jestem z polecenia króla. Ich bin Händler und auf der Suche nach neuen Waren. Ein Händler also? Oh, das trifft sich gut. Ich verkaufe nämlich zufällig den besten Fisch weit und breit. Zeig mir deine Fische. No, a gdybym tak powiedział coś innego, że jestem od króla, ja sprawdzam sobie różne opcje. Tam. A cóż to takiego, mikstura? Tak. Tutaj widać właśnie ten zachód słońca, tam podczas rozmowy widać było, że znikło. Ich bin im königlichen Auftrag unterwegs. Der König persönlich schickt mich, um mit dem Grafen zu verhandeln. Zwar glaube ich nicht wirklich, dass dich der König geschickt hat, aber wenn es wirklich so sein sollte, solltest du vorsichtig sein. Seltsame Dinge geschehen in letzter Zeit. Menschen verschwinden oder landen im Kerker, ohne ein offensichtliches Verbrechen begangen zu haben. Gerüchten zufolge lässt der Graf jeden bestrafen, der in seinen Augen nicht loyal genug ist. Genau weiß ich das natürlich nicht, aber sei vorsichtig. No, wyszło na to, że mnie ostrzegł, trochę za późno, co prawda. Ale dostałem kolejne ostrzeżenie. Jednak ludzie są tutaj przyjaźnie nastawieni. Większość ludzi oczywiście, nie wszyscy. Ale miło się tutaj chodzi po tych okolicach. Ciekawe, jak będzie w mieście i na tej farmie. Tam w tym gospodarstwie dokładniej może. A teraz co? No mam te bzy. Mam roślinki dla maga. No i muszę iść tam też, żeby odebrać dostawę wina. Chyba tutaj się idzie najszybciej, bo tak szliśmy z magiem, który mnie zaprowadził w to miejsce, który zaprowadził mnie z miasta tutaj, z powrotem. No potem wypadałoby się przespać, no. Hey, du. Hier hast du die Pflanzen. Vielen Dank, mein Sohn. Lass mich dir für deine Hilfe etwas geben. Dieser Trank wird dir mit Sicherheit auf deinem Weg behilflich sein. Kann ich dir irgendwie helfen? Nun, du könntest für mich einen Trank ausprobieren, den ich jüngst gebraut habe. Wenn du dir das zutraust, heißt es. Od kogo miałem odebrać? A, Lucius, od Luciusza, okej. Ich komme von Brago. Ah, richtig. Seine Weinbestellung. Hier hast du 10 Flaschen. No i tak w sumie teraz mnie naszła taka myśl, że ja nie pamiętam, czy ja w ogóle zagadałem do tego gościa pomieszczenie tutaj, naprzeciwko. Pamiętam, że te książki próbowałem przeczytać, ale nie wiem, czy rozmawiałem z tym magiem tutaj. Stragosian. Hey, du. Mogłem nie rozmawiać z nim. A nie, rozmawiałem, tak pamiętam. Przypomniałem sobie. No więc, myślę, że można by się przespać. Teraz pójdę do mojej kajuty na statku i tam chyba było łóżko, co? An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Wydaje mi się, że dubbing niemiecki dość dobrze ocenia się. Ja go dobrze oceniam, mam nadzieję, że wy też. Szkoda, że no niestety w polskich modyfikacjach najczęściej albo nie ma dubbingu, albo jest beznadziejny. Wyjątkiem są tutaj Złote Wrota, no i powstające Dzieje Korinis. Gdzie dubbing jest wykonywany przez profesjonalnych aktorów. No raczej w większości modyfikacji, którymi się spotkałem, a był dubbing, był on słaby.
Verlass dich auf jeden. W ogóle rzadko jest. Znaczy rzadko jest dubbing, no. Więc jak już się spotka, to raczej jest słaby. U was się prześpię, bo macie jedno łóżko wolne i tak wasz szef rodziny, wasza głowa rodziny została aresztowana. O, co to tak jasno? Nie za jasno właśnie trochę? Davon lasse ich lieber die Finger. Okay, mam wino. Muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Ich hab so einiges. Jak ci się pracuje tutaj? Alles gut bei dir? Tak. Erstmal abwarten. Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Sag nicht, das hast du nicht gefunden. Hier hast du Wein. Danke. Eine Flasche kannst du nicht mein Problem. Na, wypiję sobie tą eine Flasche teraz. A miksturę, którą dostałem nagrodę, to pewnie jest ta mikstura. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Właśnie, myślę, że w tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z wami żegnam, no i do następnego odcinka. Cześć! Wahrscheinlich hast du recht.